Ich hatte früher in einem Video schon mal den Vergleich gebracht mit dem Loch im Zaun und von den alten Zeichentrickfilmen, wo dann die Zeichentrickfigur so immer so sicher hinter dem Zaun herumläuft und den Hund dahinter ärgert und Stückchen und Steinchen schmeißt und sich so sicher fühlt hinter dem Zaun, bis auf einmal ein Loch im Zaun ist und der Hund steht vor dir. Und irgendwie habe ich gerade wieder im Moment dieses Gefühl, dass man das mit Russland so macht. Und auch wieder gleich vorweggenommen, wer mich oder meine Videos kennt, der weiß, dass ich von jeder Regierung auf der Welt das Gleiche halte, nämlich gar nichts. Also ist das nicht ein Pro-Russland-Video oder sonst irgendetwas. Aber so manche Provokation oder so manche, oder anders gesagt, was sich so manche Regierungen oder Staaten einbilden, wie lange, dass sich irgendwer sich auf längere Zeit irgendetwas gefallen lässt, ja, das gibt mir doch sehr zu denken. Besonders, wenn man das Thema Frieden oder Frieden auf der Welt oder Eskalation oder von mir aus auch der Dritte Weltkrieg so mal ins Auge fasst. Und gerade so in diesem Zusammenhang meine ich, dass mir in letzter Zeit extrem auffällt, dass Russland nicht nur auf politischer oder wirtschaftlicher Ebene isoliert werden soll, sondern dass es jetzt mittlerweile auch auf sportliche Art, was ja im Prinzip auch nur eine Gelddruckmaschine ist, passiert. Gut, auf politischer oder wirtschaftlicher Art braucht man ja eigentlich nicht viel zu sagen, und ich gehe davon aus, dass das die meisten ja sowieso wissen, mitbekommen und eine Meinung dazu haben. Jetzt wurden ja gerade wieder die EU-Sanktionen verlängert, was in meinen Augen sowas von unsinnig und blödsinnig ist, wie es nur geht. Die EU sanktioniert alles andere, vor allen Dingen die USA machen Geschäfte. Wir sind eigentlich die deutschen Betriebe, die waren von Anfang an dagegen. Das Zweite, was mir eigentlich unverständlich ist, ist, dass die NATO von Russland fordert, von der Grenze Truppen abzuziehen, von der Ukraine abzuziehen, wo Russland sagt, das sind gar keine Soldaten, sei es wie es sei, oder von der Krim abzuziehen, was der größte Blödsinn natürlich wäre, weil Sewastopol ja immer noch ein vertraglicher Stützpunkt ist für die Schwarzmeerflotte. Aber im selben Atemzug geht die NATO natürlich hin und stockt die Truppen auf im Osten, unsere Bundeswehr natürlich voll mit dabei, klar. Und ebenfalls zur gleichen Zeit haben wir die Propaganda von der NATO bzw. der Armees verbreitet von unserer Lügenpresse, dass Russland innerhalb von 60 Stunden die NATO besiegen könnte. Und NATO ist ja Armee, das wisst ihr ja. So viel jetzt erstmal zum Politischen, was in den letzten 2-3 Tagen abgelaufen ist. Aber was jetzt eben hinzukommt, ist diese sportliche Isolation. Nun, heißt ja immer so schön, Politik und Sport hat nichts miteinander zu tun. Naja, wer das glaubt, wird auch noch seelisch, zum Teufel damit. So richtig aufgefallen ist mir das ja zum ersten Mal vor Sochi, als unser Bundesgaukler damals schon ankündigte, er will die Olympischen Spiele in Sochi boykottieren. Und da gab es ja auch diesen riesen Balaber da. Dann haben sich die Schwulen eingemischt und für Menschenrechte und dieser ganze Scheiß. Dieser Boykott ging ja dann zum Glück nicht durch. Und jetzt haben wir gerade die EM in Frankreich, wo auch mit zweierlei Maß gemessen wird, ganz einfach. Und zwar wegen den Hooligan-Krawallen. Ja, ist ja auch sowas mit den Hooligans. Musst du dir überlegen, das ist ja die bestabgesicherte EM aller Zeiten und da passiert ja kein Terroranschlag, jetzt hat aber kein Mensch mit Hooligans gerechnet. Ne? Also, dass da Hooligans hingehen, dass es sowas gibt. Und dass da jetzt ja gerade die Russen so auftreten, also sowas, Sachen gibt's ja gar nicht. Auf alle Fälle, ich meine, die Russen schießen sich ja von allein ab, die werden eh nicht weiterkommen. Aber dieses Urteil dann schon von der UEFA, die Russen auf Bewährung auszuschließen, wenn die Fans sich nochmal im Stadion dann daneben benehmen und randalieren, was ja in meinen Augen der größte Blödsinn ist, den es gibt. Genauso wie in der Bundesliga oder in der zweiten Bundesliga, der dann bei Auswärtsspielen
wenn Böller geschmissen werden oder irgendwas oder randaliert wird, dass dann der Verein zur Kasse gebeten wird. Was kann denn der Verein für die Trottel, die da mitfahren? Und so ist es auch, ich sag hier wieder. Was können dann die russischen Fußballer dazu oder der russische Fußballverband, dass Idioten dann im Stadion randalieren dass es Palaver gibt? Egal ist ja, ob die oder die Engländer angefangen hat oder wer dann da wem auf die Fresse geschlagen hat. Aber nur Russland hat eben dieser Ausschluss dann auf Bewährung bekommen und keine andere Nation. Aber andere Nationen haben eben auch genug Angestellten randaliert und draufgehauen. Stellt sich natürlich dann die Frage wieder, waren das alle Russen, die angefangen hat oder alle angefangen haben? Ich erinnere mich da an die letzte EM, die damals ja in Polen und der Ukraine stattfand. Und ich sag, nagelt nicht mich fest darauf. Da war aber auch irgendwas, wie es geknallt hat, unter falscher Flagge. Ich weiß es ja nicht, ob die Russen oder Polen oder Ukrainer, irgendwo hat's geknallt und später kam dann raus, dass die sich andere Trikots angezogen haben. Könnte ja diesmal auch der Fall sein, ne? Man weiß es nicht. Ja, hier geht es auf die Russen. Und dann war ja da dieser riesengroße Skandal mit dieser ARD-Dokumentation von diesem Debat oder Sebat, Depp ist es sowieso. Ach nee, es gibt Doping im Sport. Natürlich, bei den Russen heißt es dann Staatsdoping. Ja, vielleicht sind andere Länder oder Nationen schlau genug, dass es nicht unter Staatsdoping fällt. Aber wie war es denn schon, muss ich halt auch Deutschland sagen, bei unseren super Biathleten und so weiter. Scheißegal, jeder Sportart wird gedopt. Geht doch die Scheiße frei. Und braucht sich dann danach auch kein Mensch mehr darüber aufzuregen. Aber nein, so haben sie es fertiggebracht, dass der Weltverband die russischen Leichtathleten von den Olympischen Spielen ausschließt. Ich weiß nicht, in meinen Augen ist das alles nur Provokation und Isolierung Russlands. Und das wirkt sich dann früher oder später auch auf die politische Lage aus. Zumal ja die Stimmen jetzt schon immer lauter, nochmal auf die EM zu kommen, zumal die Stimmen jetzt schon immer lauter werden. Ja, wenn die solche brutalen Hooligans haben, kann dann überhaupt 2016 in Russland eine WM stattfinden? Ja, und jeder weiß ja, dass es nur eine Gelddruckmaschine ist, dieser Fußballzeug, FIFA, UEFA und so weiter, dieser korrupte Haufen. Nicht besser als das Olympiakomitee. Ob das jetzt die IAAF ist oder ob das das IOC ist, scheißegal, alles dieselbe Sippschaft. Und ich meine, die Stimmen, dass in Russland 2016 keine Weltmeisterschaft stattfinden soll, die haben sich ja schon lange erhoben. Da ist ja auch alles dagegen. Was ja dann natürlich auch für dieses Land egal wie korrupt und was für eine Scheiße das die FIFA ist, aber trotzdem wäre es ein wirtschaftlicher Schaden, der Russland damit automatisch entgegengebracht wird oder der Russland automatisch damit entsteht. Naja. So macht man irgendwie auch seine kleinen Wirtschaftskriege. Soweit mal zu dem Denkansatz. Womit ich dann wieder am Anfang wäre. Mit dem Loch im Zaun. Wie lange bleibt das Loch im Zaun? Wie lange bleibt dann der immer den schwarzen Peter dazu gedrückt kriegt, der immer mehr isoliert wird, der immer mehr Scheiße in die Schuhe geschoben bekommt? Wie lange bleibt der ruhig? Vielleicht bis ein Loch im Zaun ist. Man weiß es nicht. Ihr habt ja mit Sicherheit auch eine Meinung dazu. Schreibt sie in die Kommentare oder lasst es sein. Ein Denkansatz ist es auf alle Fälle wert. Also dann, bis die Tage.